So Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Let's Play Super Mario Galaxy. Und ja, ich weiß jetzt, glaube ich, wie man diese komische Ballroll-Mission hier macht. Challenge Ball, genau. Einfach Ball-Mission. Challenge, wie auch immer. Also lassen Sie mal da gucken, weil in einer letzten Parts habe ich ja da ordentlich reingesackt und wusste nicht genau, wie man das macht. Ja, und bin auch sehr stolz auf mich. Es kommen jetzt wieder regelmäßig Videos pro Tag, jetzt eins. Montags kommen ja nie Videos. Das steht auch schon seit ein paar Monaten in der Kanalbeschreibung, dass montags nie Videos kommen. Weil ich da einfach viel zu wenig Zeit habe. Langtag und so weiter und so fort. Und das sieht schon übelst brutal aus. Ich freue mich, muss ich sagen. Weil dieser Ball, der ist schon hart zu kontrollieren. Also, ja, lass uns einfach mal gucken, ob wir das einigermaßen gut hinbekommen. Ich werde das jetzt ganz vorsichtig machen. Und ja, wie man das macht, ist folgendermaßen. Moment. So, muss einfach schütteln. Darauf hätte man ja kommen können, oder? Einfach schütteln und dann geht es. Und es war echt, glaube ich, ein oder vielleicht auch nicht. Vielleicht muss man doch. Guten Tag, ich würde gerne das. Hey, so funktioniert das jetzt nicht mehr. Nicht so. Hey, das funktioniert jetzt nicht mehr, oder was? Ziemliches Verarschen. Ach doch, man muss hochspringen. Ach so, man muss springen, okay. Ja, gut. Irgendwie ist das sind diese Steine eine Mysterie für sich. Aber solange wir das irgendwie gebacken bekommen, ist es ja okay, oder? Ja gut, man muss springen und dann hat man es, glaube ich, schon zerstört, die guten Steine. Ach Gott, ey. Wieso Nintendo? Wieso muss man springen? Ich bin aber auch echt der Master da drin, sowas, auf sowas nicht zu kommen. Das ist unglaublich, ey. Okay, uiuiui, was ist das denn jetzt hier? Oh Gott, das sieht schon brutalst aus. Komm schneller. Nein, fuck, der hat nicht gebremst, der Arsch. Es kontrolliert sich tatsächlich mit Wii Motion Plus, glaube ich, besser, aber ich habe hier gerade eine FIFA, die kein Wii Motion Plus hat. Wenn das Ganze dann doch zu brutal fuck wird, dann ich kann gar nicht richtig reden. Wenn ich diese Mission hier mache, dann werde ich natürlich zu einer Wii Motion Plus Fernbedienung wechseln. Was ist das denn für eine Frage? Ich bin immer noch leicht verschnupft. Das tut mir super leid, aber ich kann ja leider nichts dafür. Tja, und jetzt gibt es hier diese mordsschwere Aufgabe. Darauf erstmal Dujardin. So, alles klar. Dich wollen wir ausschalten, dann können wir nämlich hier warten, beziehungsweise wir stillhalten. Ja, wir sind ja hier nicht hyperaktiv. Oh, die bin nicht gestorben, ne? Das. Ja. Ups, scheiße. Hä? Bin ich jetzt hier gefangen? Ah, nee, ich kann ja springen, genau. Fuck! Wow, pass auf. Digga, bist du denn dumm? Boah! Ja! Boah! Scheiße! Fuck! Das ist richtig schwierig! Das ist gar nicht so leicht. Ich denke mal, ich werde hier ein bisschen cutten müssen. Aber, wow, was war das denn? Ja, ich denke mal, das wird kein leichtes Spiel werden hier. Uah, nein, mach bitte Mario, komm, mach's mir jetzt bitte nicht zu schwer. Bitte. Boah, krass. Komm, Anlauf, oder haben wir es doch? Ist da hinter diesem komischen Block? Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Bin glaube ich noch nicht hinterher. Nee, da ist auch nichts Besonderes. Ja, komm, dann machen wir hier die Brücke. Lass mal hier die Brücke zu Fall bringen und dann hier rein. Zum dritten Mal jetzt schon. Mein Gott. Mario, bitte, komm, diese Steuerung ist so kacke. Ich könnte ausrasten. Mein Gott, komm hier straight rein. Alles klar. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht in diese Löcher da falle. Und diese Brücke ist auch fies. Wenn man da hyperaktiv ist und dann noch keine Geduld dazu hat, dann ist das schon echt hardcore shit. Fuck. Ho, was war das? Der Goomba hat mich weggeschleudert oder sowas. Alter! Ich habe die Fernbedienung so nach hinten gehalten. So stark wie möglich halt, ne? Aber ich krieg diesen Scheiß dann nicht. Geh doch da drauf. Geh doch einfach da drauf. Dankeschön. Ich krieg diesen Scheiß nicht gebacken da gerade eben. Oh, gar nicht so einfach.
Ist echt richtig schwierig. Wow. Bisschen Anlauf nehmen und dann AKO machen. Dann passt das Ganze schon. Boah, ich liebe diesen Scheiß. Diesen Ball, der ist einfach nur so unberechenbar. Hallo, bitte, Mario, spring doch einfach. Dann machst du mir das Leben leichter. So, perfekt. Ach du je. Komm jetzt, bitte. Bitte mach, komm, geh doch einfach da rein. Mein Gott, Mario, versteh's manchmal nicht. Wieso musst du dich manchmal einfach so schwer tun? Okay, alles klar. Dann lass uns jetzt mal hier ganz sachte rangehen. Schön abbremsen. Dieser Goomba, der kann mich mal. Okay, gut. Hab ich ihn doch getötet. Der Arme. Hier schon direkt abbremsen. Dann hier. Nein! Alter! Oh, okay, ich glaube, ich cutte ab. Ab jetzt cutte ich, glaube ich. Egal, ich cutte vielleicht nicht, weil ich Zeitprobleme oder so habe. Deswegen laber ich trotzdem eine Runde. Ist halb so schlimm. Geht auch immer recht Wieso bremst er denn hier so ekelhaft ab? Das ist so ekelhaft. Ich hasse das manchmal. So, komm jetzt. Mit vollem Karacho, bitte. Dann schafft man das hier alles ganz gut. Ja, dann nächster Versuch. Man hätte hier auch schon einen Checkpoint, also nee, aber man hätte danach einen Checkpoint einbringen können. Dann glaube ich, wäre das ganz passabel gewesen noch. Und nicht so höllenmäßig schwer. Die einen anderen Challenge waren auf jeden Fall viel leichter. Die waren ja auch nicht mit Bewegungssteuerung. Oh Gott. Nein. Was tun diese Bob-Obs? Lass mich einfach in Ruhe. Lass mich hier einfach weg. Leck mich. Am Arsch. Oh Gott, ich habe gerade schon richtig Schiss bekommen wieder. Was war das? Oh Gott, was ist das hier? Ich finde das nicht lustig. Bitte, lass es doch einfach sein. Okay, gut. Echt jetzt? Oh, Junge, da hinten ist es schon vorbei. Ich sag mal wirklich lieber nix. Das könnte nämlich jetzt auch noch schön in die Hose gehen. Hier lieber mal in der Mitte warten. Bitte, Mario, mach's mir jetzt nicht zu spät. Jo, das wäre ja voll chillig. Das ging ja dann noch. Ja, Digga, das ging ja dann echt noch. Ja, okay. Ja, das war dann am dritten oder vierten Versuch. Das war okay. Das ist okay. Ich habe jetzt 7 Minuten auf. Das ist völlig legitim für so eine Art Challenge. Also eine wirkliche Challenge war das nicht. Aber ja, es war so eine Art Challenge. Eine Art. Aber wirklich schwierig war es natürlich allemal nicht. Die ist auch noch komplett perfekt. Und wir speichern natürlich ab. So, und gucken, was jetzt noch so an Sternen uns zur Verfügung steht. Also leider keine neuen Kometen. Im Maschinenraum haben wir ja noch recht viel neues Zeug. Und hier auch noch relativ viel neues Zeug. Wieso wird bei dieser Galaxie noch neu angezeigt? Gibt es da noch irgendwas, was ich nicht gemacht habe? Oder vielleicht ist das ja auch gar nicht die Galaxie. Ich verstehe nicht, was ist diese Galaxie da? Ach so, das ist bestimmt das hier, oder? Das ist bestimmt der finale Bowser-Boss. Deswegen wird er neu angezeigt. Okay, das sollte natürlich einen nicht verwirren. Vielleicht ist es auch nicht der Fall, aber dachte ich jetzt. Muss in die andere Richtung, fällt mir gerade auf. Deswegen, also wahrscheinlich in die andere Richtung gehen. Vorher möchte ich immer mit dir sprechen, mein lieber Briefträger. Wir sind ja nicht Game Over gegangen, das heißt, es muss ein Brief von Luigi sein, ne? Ja. Oder sind wir genau Game Over gegangen? Höchst habe ich gar nicht mitbekommen. Ja gut, ich nehme sie natürlich an, klar. Aber selbst in Gefangenschaft ist die Prinzessin wundervoll fürsorglich. Also dann bis zum nächsten Mal. Oh Gott, um Gottes Willen. Alles klar. Dann lass uns noch mal gucken. Ups. Ich glaube, hier war es irgendwo, ne? So. Da war's. So. Lass uns schnell dahin, bevor ich hier noch anfange zu pfeifen. Das kann ich nämlich eigentlich nicht wirklich gut. Im letzten Part habe ich was über diesen Dude da gesagt. Und das klang dann so, als ob ich was Schlechtes über Müllmänner gesagt habe. Das tut mir im Nachhinein ein bisschen leid, weil ich habe eigentlich nichts gegen Müllmänner.
Also, ja, ich finde halt diesen Dude einfach nur scheiße, weil der halt so scheiß Aufgabenwein hat. Egal, geworfen werden. Das hört sich toll an. Deutsche Übersetzer, vielen Dank für diesen tollen Namen. Wahrscheinlich war das im Englischen so ein richtig geiler Name und geworfen werden. Das ist dann das, was übrig bleibt. Im deutschsprachigen Raum. Das ist toll. Also, die deutschen Übersetzer, ne, ich sag's ja immer wieder gerne, die sind einfach nur richtig kacke. Vor allem von Nintendo Games. Ich weiß nicht, ob bei den anderen Games, weil ich spiele halt nur Nintendo. Ich spiele nichts anderes mehr. Wenn anderen auch so komisch ist. Wie hier. Also so komisch übersetzt halt, ne? Das schließe ich aber ziemlich aus. Ja, komm. Werf mich hoch hier, du Olle. Dann los. Gut so. Braves Mädchen, ey. Das ist gar kein Mädchen, ne? Diese komischen Ducks. Oh Gott. Okay, ich schaff's doch noch. Perfekt. Dann können wir das hier einstampfen. Und da gibt's ein bisschen Sterneteile. Yes. Jatta. Okay. Was haben wir hier? Haben wir gar nichts. Ah doch, das ist tatsächlich der richtige Weg. Okay, ich bin mit meinem Leben aber den richtigen Weg gegangen. Yay. Nee. Und was? Ach man, Sabine, Mario wird uns geklaut. Das ist schade. Moment, hier brauchen wir eine. Kann man hier cheaten? Die kann man leider nicht. Okay, das wäre auch sonst so einfach. Hier brauchen wir eine. Ah, du bist gemeint, wa? Dann werf mich bitte mal hier hoch. Bitte. Danke. Dann können wir hier mal uns ein bisschen umgucken. Oh, hier ist nochmal so eine. Oh, das wollte ich nicht, mein Freund. Kann man, glaube ich, auch mit Schütteln einfach mal so wegmachen, hier diese komischen Dinger. Dann lass uns das doch so machen. Ich werde hier erstmal alle Kisten wegmachen, weil wahrscheinlich brauchen wir irgendwo dann auch wieder irgendwie diese komische Ente oder was auch immer darstellen soll. Dann, genau, hier brauchen wir da. Die ist, denke ich mal, egal. Dann lass uns doch mal hier gucken. Hier ist der Weg frei und da ist nicht die Ente. Okay, geil. Wo ist denn die Ente? Ist die dann hier? Nee, dann ist sie da. Oder sonst wo. Ja, wo ist die scheiß Ente? WTF. Bin ich blöd. Wo ist die Ente? Wo ist die Ente? Hier ist sie nicht. Dann muss sie hier auf der genau gegenüberliegenden Seite sein, oder? Ja, perfekt. Dann begleite mich mal, mein Freund. Mein Freundchen. Ich glaube, wir müssen dann hier lang wahrscheinlich und dann müssen wir an dem Dude vorbei. Ja, an dem Dude vorbei. Oder auch nicht. Da ist ein bisschen eine Sackgasse. Dann müssen wir wahrscheinlich hier lang. Na los. Na komm. Komm schon, du olles Vieh. Sag mal, entdeckst du mich mal? Ja, danke schön. Hier bin ich. Hallo? Willst du mich verarschen? Komm jetzt. Gottverdammtes dummes Vieh, ey. Los, wirf mich hoch. Sehr gut. Kann man hier runterjumpen, ohne dass man stirbt. Ja, ist klar. Es ist Gravitat. Nee, Moment. Leute, was war das denn für ein geiler Moment? Geiler Move. Wie geil, das war ein Speedrun-Strat-Trick, was auch immer. Lol, nein! Och, was war das denn? Alter, ich gleich sterbe. Lol, das war eigentlich gut, aber das wird nicht so gut sein, wenn der Ente mich da hochkicken will. Komm schon. Kann ich das nicht einfach so machen? Nee, die Ente muss mich hochwerfen, ich merk's ja schon. Aber auch im richtigen Winkel. Das ist ekelhaft hier. Da komm, werf ich hoch. Gut. Alles klar, ich merke schon, da hinten ist was Neues, habe ich noch nie gesehen. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier wieder diese dreckigen Maulwürfe. Uah, ekelhaft. Muss da oben hoch. Kann man hier tricksen, oder nicht? Kann man hier auch safe tricksen, oder? Komm, es wär doof, wenn man hier nicht tricksen könnte. Ja, man kann hier echt tricksen ein bisschen. Ah, wohl. Ja, sind schon echt lange Wandsprünge leider. Ja doch, könnte ein bisschen schwierig sein, hier zu tricksen. Na komm, mach wenigstens hier auch einen Wandsprung dann. Komm hier auch so drauf. Nee, da hat der Nintendo sowas von dran gedacht. Ja, vielleicht doch. Warte mal ganz kurz. Lass mal was ausprobieren. Fuck. Okay, so auf jeden Fall nicht. Die Maulwürfe laufen wahrscheinlich ein bisschen. Oh, ganz knapp. Vielleicht sogar mit einem ultimativen Speedrun-Strat, aber das wäre dann wirklich ultimativ. Nee, so schon mal nicht. Man müsste viel weniger Anlauf nehmen von hier oder ungefähr. Nein, das war ganz knapp. Ja, viel zu viel, meinte ich. Ja, perfekt! Oh nee, ist leider auch keine richtige Strat. Okay, gut, alles klar.
dann lass uns das regulär machen. Was müssen wir denn die tun? Hier sind leider nur solche Benefits Sternteile drin. Was haben wir da schönet? Nur sowas. Okay, ist ja gar nichts. Oh, da guck mal da, was wir da haben. Da haben wir so einen wunderbaren Bee-Mushroom. Aber ich glaube, dafür brauchen wir wahrscheinlich auch wieder irgendeine Ente, oder? Und dann können wir uns das so ein bisschen geiern. Vielleicht mit diesem Maulwurf hier, dann hat der damit irgendwas zu tun. Gott verdammte Scheiße. Wenn ich jetzt hier sterbe, dann raste ich aus. Komm, stirb. Okay, du hast wahrscheinlich nichts damit zu tun, aber da gibt mir eine Münze, wie nett. Yay. Was haben wir hier Schönes? Wir haben hier ein... Achso, hier haben wir so, sowas. So, solche Dinge. Machen die irgendwas? Oder ist das auch nur Deko? Stuff? Ja, ist nur Deko, alles klar. Ach, Leute. Es kann auch echt nicht euer Ernst sein. Da ist dieses komische... Das ist das komische Vieh. Warte mal, bring das mal... Nein! Allein! Ich muss mich mal hier rüberbringen und dann hier mich hochwerfen. Komm. Mach das mal bitte. Bitte? Yes! Long Jump sollte das möglich sein. Aber wir können hier leider nicht... Können wir hier jetzt cheaten? Man könnte das theoretisch sogar richtig krass cheaten. Lol, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Okay, vielleicht werde ich hier so ein bisschen schneiden für die Leute, die jetzt keinen Bock haben, hier beim Cheaten jetzt, zuzuschauen. Aber für die Leute, die jetzt beim Zuschauen wollen, beim Cheaten, die könnt gerne dranbleiben. Komm einfach mal hier rüber und werf mich hoch. Dann machen wir es halt auf die reguläre Art und Weise. Wenn wir das nicht hinbekommen, weil wir so schlecht sind. Viel Spaß. Ja, hier können wir, glaube ich, dann auch ganz einfach hochfliegen, oder? Müssen wir diese dumme olle Ente da wieder hinlocken? Ja, müssen wir anscheinend. Gut, dann werfe ich mal hoch und wir fliegen mal hoch. Ja, kein Problem. So. Dann fliegen wir darüber. Sehr toll. Sache an sich. Warm. Und killen wir den Wiggler? Nee. Würde ich jetzt nicht sagen. Genau, man kann den nämlich jetzt einfach da. Obwohl, das wäre schon ein bisschen krass schwer gewesen. Da nicht zu fehlen. Oh, die sind auch ganz schön scheiße geplaced. Holy shit. Holy shit. Komm schon. Sehr nice gemacht. Ja gut, haben wir noch ein bisschen länger gebraucht. Aber ich würde sagen, ein Stern. Komm, hängen wir noch einen dran. Die letzten paar Folgen, ich glaube, die letzten zwei Folgen waren es nur, ne? Die waren so ein bisschen kürzer an sich. Und deswegen machen wir jetzt hier nochmal ein bisschen länger. Wir haben ja auch erst 19 Minuten. Und ich will ja auch das Let's Play abgeschlossen bekommen, dann hätten wir auch wieder die 70-Sterne-Marke geknackt. Das wäre ja auch gar nicht so schlecht, wa? Okay, speichern wir. Lieben gerne doch. Und dann werden wir uns der Herbstgalaxie. Galaxie erneut widmen in einem neuen Stern. Die ist ganz schön groß, die Galaxie. Kann sehr. Also, ich meine damit, dass man sehr viel sofort holen kann. Herzklopf, Waldweg. Oh nee, was ist das denn? Herzklopfwaldweg? Ist das ein erneuter. Ah ja, ich wollte gerade sagen, es ist ein erneuter Boss. Aber anscheinend ist es tatsächlich ein erneuter Boss. Cool. Coole Sache eigentlich an sich. Ja, dann lass uns doch mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Ich glaube, wir kommen hier nicht so hoch. Dann lass uns doch mal schauen, was zu tun ist. Wahrscheinlich müssen wir hier irgendwie... Ja, guck mal das an. Regenwolken! Das ist eine nette lustige Idee. Nicht da reinfallen? Wieso ist mir eine Kamera jetzt so scheiße? Okay, gut. Ich hab gerade schon echt Sorgen gemacht. Wegen meiner Kamera. So. Lass uns das ganz easy mal so vornehmen. Ja, perfekt. Na komm. Dann lass es hier hochgehen und lass uns mal ein bisschen gucken. Wie wir das am besten machen. Tun wir auf die drauf? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, wir können auf die tatsächlich draufstellen. Das ist ja lustig. Gut, dann können wir uns nur auf die draufstellen. Das ist ja okay. Ja, dann läuft das doch alles wie geschmiert hier, glaube ich, oder? Die Teile sind so ein bisschen nervig. Die können einem schnell alles stibitzen und alles kaputt machen, aber allzu schwer ist das jetzt hier nicht. Was ist denn da? Wieder irgendwie ein extra Bonus. Hier ist nur so was. Okay, ja, das ist das wirklich nicht unbedingt vonnöten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Können wir hier direkt abkürzen? Ja, können wir tatsächlich, geil. Alles klar, dann lass uns mal gucken, ob wir hier. Oh Gott, nee. Es leckt ein bisschen tatsächlich. Bestimmt an diesem scheiß Regen.
Der kommt da natürlich nicht ein bisschen runter. Doch, tut er. Ach Gott, gibt es hier irgendwo noch ein neues Power-Up? Wie ein Power-Up meine ich jetzt? Gibt es das hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, gut, dann gehen wir halt nochmal runter und holen uns ein neues. Hier leckt es irgendwie so ein bisschen. Das ist scheiße. Komm, bitte Mario, bitte. Tun wir das jetzt nicht an. Könnte man hier theoretisch total geil abkürzen. Das könnte man sofort, Digga. Aber man muss ein bisschen aufpassen. Und da verschwindet die Regenwolke einfach. Ja, legit. Man schafft das doch bestimmt irgendwie. Komm, das kannst du mir nicht erzählen. Bestimmt mit einem Wandsprung oder geht der gar nicht, ne? Scheiße. Fuck it. Kann das hier echt nicht machen. Mann, jetzt bin ich hier wieder runtergefallen. Das ist irgendwie mega frustrierend. Ich habe echt keine Lust mehr jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Komm, mach hin jetzt. Ja, ich habe keine Lust mehr. Bin ungeduldig bei solchen Sachen. Komm, schneller. Schneller, dann haben wir es schneller hinter uns. So, warte mal. Oh mein Gott, das schafft man doch easy. Das schafft man doch easy. Wollte hier abkürzen. Ich sollte hier abkürzen, meine ich nicht. Ich sollte. Das ist doch, glaube ich, der reguläre Weg, oder? Mir fällt tausendmal einfacher. Ups. Okay. Dann lass uns doch mal hier das grabben. Hallo? Guten Tag. Wie Motion Plus Inside nicht vorhanden, oder was? Ja, anscheinend nicht. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh je, das ist gar nicht so einfach wahrscheinlich. Weil man hier wahrscheinlich Bienenmagen gebraucht. So, dann schieß mal schön. Kann man den. Schieß auch nach oben. Also nicht nach oben fliegen, schießt er dann auch. Lass mal gucken. Schieß nicht nach oben. Mom. Okay, das ist ja total einfach. Da muss man wahrscheinlich einfach nur auf seinen Kopf springen. Ja, total einfach. Hm? Hallo, wie geht's? Bam! Ja, das war so die Lösung des Rätsels oder was? Ja, das ist ja echt nicht so schwierig. Na gut, dann ist es ja echt nicht so krass schwierig. Dann können wir nochmal einfach auf seinen Kopf springen. Auf seinen Kopf springen, habe ich gesagt. So, jetzt ist er wahrscheinlich wütend, genau. Oh. Krass. Jetzt wird's krass wahrscheinlich. Oder? Wird's nicht krass. Digga, passt das schon? Digga, das ist ja der einfachste Boss in der SMG. Ohne Scheiß. Das ist ja schon besiegt. Okay, alles klar. Ich meine, gut, also von schwer kann man jetzt hier nicht reden. Man muss ja einfach nur hin und her fliegen. Wahrscheinlich, wenn man sein Bienenpower-Up hier verliert, dann ist es wahrscheinlich schwieriger, aber... Wobei, es ist eigentlich auch nicht. Man kann ja einfach hinspringen. Das ist irgendwie jetzt sehr fragwürdig. Der Boss. Wahrscheinlich wird der Part auch wieder nur kurz sein, weil ich wahrscheinlich wieder ziemlich viel rausschnibbeln werde, aber ja, wir gucken mal, ne? Wir gucken am Ende und dann schauen wir mal, wie lang der Part wird. 70 Sterne Marke haben wir nun auch übertroffen, wollte ich gerade schon sagen. Ja, übertroffen ist eigentlich richtig, ne? Ja, ja, alles gut. 70 Sterne Marke haben wir übertroffen. Perfekt. Dann können wir im nächsten Part weitermachen mit wahrscheinlich einer neuen Galaxie. Oder gibt es hier einen Flug? Ja, es gibt tatsächlich einen Komet. Okay, dann machen wir im nächsten Part mit dem Kometen weiter. In der wundervollen Herbstwald-Galaxie. Wir sehen uns dann. Bis denne. Ciao.